Also ich bin in Bremen geboren. Ist eine sehr kleine provinzielle Stadt, die sehr schön ist und wo man erstmal gar nicht weiß, dass es überhaupt eine Welt drumherum gibt. Und da habe ich eigentlich angefangen mit allem. Und da ist sehr viel Melancholie in der Luft wegen der Nordsee und der Ebbe und der Flut. Und das ist schon eine geile Gegend für Musik. Aber die Leute bleiben ganz gerne unter sich da. Und meine Geschichte ist lang. Letztendlich komme ich viel rum, mittlerweile nach 15 Jahren Bühne. Und mittlerweile fühle ich mich am wohlsten in Hamburg. Das ist mein Traum, da zu wohnen. Da möchte ich gern wohnen. Was mich geprägt hat, sind Gott im Himmel, ey. Eigentlich. Ich war nie so normal. Und ich, ja, ich habe eigentlich immer eine Stellung gehabt, dass ich konnte das Leben mehr beobachten, weil ich die stereotypischen Spielchen nicht mitgemacht habe. Und ich komme aus dem Hip-Hop halt und irgendwann kam die Phase, wo sich alle ziemlich geile Namen gegeben haben und ich hatte noch keinen. Und dann habe ich überlegt und dann irgendwann und dann war mir eigentlich klar, dass der richtige Name, der für dich da ist, der ist schon da, also der existiert schon, aber der ist noch nicht in deinem Kopf, der kommt vom Himmel, der fällt einfach auf dich herauf. Und das war dann Flomega. Es war diese Zeit, wo die Alpha-Jacken-Phase anfing, Anarcho-Rap und dann auch so Sido und so, aber auch noch diese Tape-Geschichten, diese ganzen Sachen. Und dann fing dieses Alpha-Jacken- Gedöns an und ich war sehr enttäuscht über diese faschistoiden Züge, die Hip-Hop bekommen hat in der Zeit. Und habe mir deswegen den Namen Flo Mega wegen dem Omega gegeben, weil ich in der Zeit entdeckt habe, dass ich sehr stolz darauf bin, so wie ich bin. Und nicht wie die meisten anderen mich angefangen habe zu verstellen. Weil ich, dieses Ding mit der Straße und was auch immer von unten und von oben und von links und von rechts, das ist alles. Ja, Physik und was weiß ich, welche Parameter. Und ich habe mich da nicht so, ich habe da in der Zeit einen ganz harten Druck gehabt und habe dann irgendwie zur Erleichterung dann irgendwie gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man so ist, wie man ist. Also, weil Hip-Hop viele Dogmen hat, zum Beispiel, wo man gar nicht merkt, dass man da sich verstellt, so zum Beispiel, ne? Machen viele Leute so. Und ich habe da, glaube ich, glücklicherweise rechtzeitig gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man so ist, wie man ist. Und das eben habe ich auch in meinem Namen dann so ausgedrückt. Alpha-Jacke, Alpha-Tierchen, Omega bin ich dann meinetwegen. Und mein Plan war damals, ich bin Omega, aber ich werde es euch zeigen. So. Ja, mittlerweile bedeutet Leben für mich eher wieder den klassischen Weg einzuschreiten. Ja, also etwas aufzubauen. Ich will dafür gehe ich auf die Bühne halt und rock. Und zwar extrem auffällig, so eben. Nicht in einem Büro, wovor ich auch sehr viel Respekt habe vor der Arbeit, die andere Menschen tun. Weil mir es auch oft fehlt, weil ich oft einen halben Meter Luft in meinem Schuh habe und dann nicht und dann noch so bleibe. Und das Leben, ja, man soll halt leben, was soll ich sagen? Es gibt Abgründe, was weiß ich, es gibt Zeiten, wo es nicht so toll ist, es gibt Zeiten, wo es richtig schön ist. Und Leben ist einerseits das, was ich auf der Bühne mache, das ist Spiritualität, das ist, da bin ich das Medium. Wenn die Menschen Fragen in ihrer Seele haben, dann senden sie mir das und ich befreie das. Also das bin meistens gar nicht ich, das sind die Menschen und ich bin das Medium. Dieser Song ist entstanden, weil ich eine Frau verloren habe, die ich sehr geliebt habe und dann, also nicht tödlich, aber ne, wie das so ist halt. Und in dem Song habe ich eine lange Phase verarbeitet, einen sehr lustigen kurzen Text, den ich auch gar nicht mal so mit viel Energieaufwand jetzt geschrieben habe, so. Sondern einfach nur, um etwas zu haben, um eine Form, einen Raum zu erzeugen, wo ich diese Sache abschließen kann. Und am liebsten immer mit ein bisschen Humor. Wenn ich das wieder erreicht habe, dann weiß ich, dass ich wieder gesund bin. Und das ist da so in der richtigen Mischung drin, würde ich sagen. Das ist eigentlich gar nicht so anders wie auf Englisch. Ich schreibe einen Text,
der hat eine Sprachmelodie und aus der Sprachmelodie oder aus der Rhythmik entsteht die Sprachmelodie und daraus entsteht der Charakter des Songs. Das ist eigentlich das Gleiche. Englisch grollt ein bisschen besser, aber auf Deutsch ist macht tierisch Spaß, weil ich so auch, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden habe, wie man das interessant macht. Ich spreche sie umgangssprachlich, ich singe sie umgangssprachlich. So. Und da muss man ziemlich salopp umgehen mit der Sprache, bewusst halt. Aber es macht Spaß, auch grammatikalisch gar nicht mal so richtig immer und so. So muss das sein. Ja. So, was ist das für Musik? Ja, das ist Soul. Das ist Rock Soul, sage ich. Das ist schon sehr rockig teilweise. Wie soll ich sagen? Es ist für die Zeit, wo wir leben, es ist jetzt nicht dieses Retro-Ding, weil das habe ich auch nicht angefangen, weil das andere gemacht haben, sondern das kam von mir selber damals, als ich so Retro-Flashes gefahren habe. Dann sind neben mir auch Sachen passiert, die natürlich auch dann Erfolg hatten. Ich habe das so ein bisschen beibehalten, aber ich habe irgendwie einen Kompromiss gefunden, wie man Retrohaftes in das Ding verpacken kann, was in Deutschland halt so funktioniert. Ich denke mal, das wird klappen. Ja, was soll ich sagen? Die Album hat Beat, ist modern produziert, so wie es halt heutzutage gemacht wird, denke ich. Und hat irgendwie alle Essenzen, die es braucht, meine ich jedenfalls. Also es wird einige Leute ansprechen, denke ich. Ja, die habe ich kennengelernt vor fünf Jahren. Und ich hatte keinen Bock mehr auf die Hip-Hop-Geschichte und wollte Live-Musik machen. Und auch das war so eine Sache, wo ich dachte, da wäre ich total weit vorne. Aber dann habe ich gemerkt, dass es total viele machen. So. Und dann habe ich die Rough Cats kennengelernt und habe ich sie eingeladen nach Bremen, eine Session gemacht und haben danach sofort eine Platte gemacht. So. Und das war für mich total wichtig, nach Berlin zu kommen, diesen Input zu bekommen, was die Jungs halt so gekickt haben. Ganz neu für mich, aber irgendwie auch vertraut. Und es war das erste Mal ankommen. Und dann kamen noch ganz viele andere ankommen. Und jetzt bin ich, glaube ich, fast wirklich angekommen. Weil jetzt wird alles schon sehr serious. Über mein altes Label MPM, wo ich kurzzeitig war, MPM, Melting Pot. Das war einfach, wie soll ich sagen, E-Mail reingeflattert, machst du, ja, mach ich. Kurz nach Amsterdam rüber, eben eingesungen. Ja, Spaß gemacht. Ja, das ist so, das sind meine Leute hier so. Das ist alles so, ja. Gadget, hat früher die Schütz die Rille gemacht, ein Hip-Hop-Album, was wir gehört haben als Teenies. Oder die, was hat er noch gemacht? Flow und so. 4 Mille hat er produziert aus Köln damals. Das sind alles Sachen, das war so in Hip-Hop-Hype-Zeiten, war das so schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ne? Also das konnte sich ein. Ja, nee, der hat mit Emo zusammen gewohnt und Emo ist ja auch Bremer. Ja, es ist alles so ein Netzwerk, Gedöns. Dann der Grizzly Adams, das ist ja der alte DJ von Brothers Keepers. Und die Managerin von denen ist ja auch meine. Und irgendwie so ein Family-Ding, ey. Das sind so, ja, das sind so meine Leute aus dem Hip-Hop, die ich pflege und liebe. Ja, ja, mit Berlin, weiß nicht, also meine Oma ist hier geboren, die war hier verschüttet im Krieg. Ich kenne als Kind, kenne ich die Bücher, die ich damals angeschaut habe. Ich kenne Berlin eigentlich, seit ich klein bin, aus Büchern und eigentlich nur kaputt. Also immer wenn ich hier bin, habe ich so einen leichten Zweiten Weltkrieg-Flair. Sieht man ja auch teilweise noch so. Also hier im Osten halt diese großen Lampen zum Beispiel von den alten Lagern. Das ist so auch Zweiter Weltkrieg-Shit. So stehe ich eigentlich gar nicht drauf. Zieht mich immer voll runter. Aber andererseits ist es hier auch so dieses Ding so, ja, wie soll ich sagen, wie Asterix und die Trabantenstadt, ne? Alles im Arsch und dann so Zauber. Eicheln, wo sofort Bäume rauskommen. Ne? Also es wird alles sofort überwuchert hier. Das finde ich auch schon sehr geil. Und ich habe hier ein halbes Jahr jetzt gewohnt damals. Ja, letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr. Habe auch ein Praktikum gemacht hier auf 2008 oder so. Es ist halt, für mich ist Berlin eine Stadt, wo man, also für mich ist es eine Stadt, die besuche ich gerne.
Und die verlasse ich auch wieder gerne. So, die Autobahn nach Berlin ist so geradeaus, das ist immer wie so ein Meteor. Aber man ist selber ein Meteor, der auf diese Stadt einschlägt. Und dann wird ein bisschen Energie freigesetzt und dann geht man wieder. So ist das für mich, so handle ich das hier. In Berlin kann man, glaube ich, sehr viel drüber sagen. So, ich glaube, das ist so ein bisschen unbeschreiblich, würde ich sagen, was hier abgeht. So.